Jeder, der zu uns kommt, seine Ausbildung macht, auch einen Arbeitsplatz bekommt, der wird garantiert, weil wir viel mehr Nachfragen haben, als wir liefern können. Tag der offenen Tür beim Deutschen Institut für Ausbildung und Sicherheit, kurz DIAS. Am Firmensitz Magdeburg konnten sich im April Interessentinnen und Interessenten für eine Ausbildung oder einen Job in der Sicherheitsbranche informieren. Auch zahlreiche Firmen aus der Region waren vertreten. Nicht nur für Berufseinsteiger hat die Branche was zu bieten. Menschen, die einen neuen Beruf finden möchten, schrecke das harte Image oft ab, erklärt Geschäftsführer Peter Lenz. Als die Schleckerkette zumachte, hatten wir ganz viele Mitarbeiterinnen, die schon über 50 waren. Und als wir denen das empfohlen haben oder beziehungsweise dargestellt haben mit der Sicherheit, da haben die alle gesagt, um Gottes Willen, ich kann doch nicht als Türsteher. DIAS war ursprünglich ein Unternehmen für Sicherheit in der Flugbranche. Das Portfolio der Firma ist jedoch deutlich erweitert worden. Neben der klassischen Sicherheit, wie beispielsweise Objektschutz, ist mittlerweile auch eine Sanitätsausbildung und eine Ausbildung zum Brandschutzhelfer integriert. Teilnehmer bei uns werden so ausgebildet, dass sie nicht nur diesen typischen Theorieausbildung, brauchst du später nie mehr, die bekommen genau das hier, was sie dann später auch brauchen. In Gesprächen mit Ausstellern wie Securitas, Kötter oder ProSafe konnten sich Interessierte über die Arbeit in der Sicherheitsbranche informieren. Der Bedarf an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist groß. Die Chancen in der zweijährigen Ausbildung und für den Berufseinstieg sehr gut. Wir haben darüber hinaus noch so ein paar Kleinigkeiten bei unserem Unternehmen, auf die wir sehr stolz sind. Wir haben also eine sehr hohe Besteherquote. Wir können wirklich sagen, dass wir an einigen Standorten über lange Zeit hinweg 100% der Teilnehmer durch die Prüfung kriegen. Da bin ich echt bei einer Besonderheit. Wir sind eigentlich ganz normale Ausbildungsträger, haben aber ein paar Besonderheiten, und zwar in der Form, dass jeder, der zu uns kommt, seine Ausbildung macht, auch einen Arbeitsplatz bekommt. Der wird garantiert. Die Räumlichkeiten beim Deutschen Institut für Ausbildung und Sicherheit waren gut besucht. Es war der erste Versuch einer Hausmesse und das Unternehmen hofft nun auf eine positive Rückmeldung der Aussteller.